Oskar. Oskar. Hey, du musst in einer halben Stunde in der Schule sein. Ist das denn ernst? Du bist noch nicht mehr geduscht. Jeden Morgen höre ich seinen Wecker um 6:30. Ich bin wach, doch dieser Oskar, der bleibt lieber liegen. Eine Stunde später fehlt am Frühstückstisch mal wieder einer. Brauche, um ihn wach zu kriegen, 7 Wassereimer. Er schlurft ganz gechillt ins Bad mit einem Schulterzucken. Wieder mal zu spät zur Schule? Wen soll das jucken? Sitzt dann Stunden auf dem Pott und kommt nicht in die Pötte. Ach, wenn unser Klo doch nur eine Schleuderbrille hätte. Ich hab dich wirklich lieb, aber manchmal denke ich. Ich hab dich wirklich lieb, aber manchmal würde ich dich. Ich hab dich wirklich lieb, aber manchmal, ja, da möchte ich. Ich hab dich wirklich lieb, aber manchmal würde ich dir so gerne. Die Apple Watch verstecken, deine Ultra Boost verdrecken, dein Haargel klauen und dich mit Helene Fischer wecken. Dreh dir ab das warme Wasser, dann wird deine Haut noch blasser. Werd das WLAN umbenennen und dein MacBook Pro verbrennen. Werde überall dich roasten, alte Kinderfotos posten. Und ich weiß, das wird dich killen, noch mit deinen Lehrern chillen. Wenn die Schule aus ist, keucht er auf dem Rad nach Hause. Gammelt auf dem Sofa rum und macht danach 5 Stunden Pause. Liegt herum und lässt sich vorn und hinten nur bedienen. Braucht eine Ewigkeit zum Leeren einer Spülmaschine. Täglich Amazon-Pakete, überall sind Kisten. Leider kommt er nie dazu, sein Zimmer auszumisten. Lieber schaut er laut den Müll auf YouTube, so ein Generve. Stundenlang nur Logan Paul und nennt das dann Recherche. Ich hab dich wirklich lieb, aber manchmal denke ich. Ich hab dich wirklich lieb, aber manchmal würde ich dich. Ich hab dich wirklich lieb, aber manchmal, ja, da möchte ich. Ich hab dich wirklich lieb, aber manchmal würde ich dir so gerne. Die Apple Watch verstecken, deine Ultra Boost verdrecken, dein Haargel klauen und dich mit Helene Fischer wecken. Dreh dir ab das warme Wasser, dann wird deine Haut noch blasser. Werd das WLAN umbenennen und dein MacBook Pro verbrennen. Werde überall dich roasten, alte Kinderfotos posten. Und ich weiß, das wird dich killen, noch mit deinen Lehrern chillen. Oskar? Oskar? Sag mal, sollte nicht um 18 Uhr dein neues Video online kommen? Wie, du musst noch ein Thumbnail machen? Das ist schon gleich 9. Mein Gott, warum muss man dir eigentlich immer alles dreimal sagen? Und sag mal, was ist eigentlich mit dieser Roast Yourself Challenge? Da warst du doch mal nominiert. Das ist schon eine Weile her. Das war, glaube ich, im Jahr 2016.